Hallo allerseits und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch Lea Singers Die Poesie der Hörigkeit vorstellen. Es geht um Mopsa Sternheims Besessenheit von und zu Gottfried Benn. Gottfried Benn könnte euch was sagen. Das war ein deutscher Dichter. Und Mopsa Sternheim, die eigentlich eine geborene Löwenstein wäre, ist die Tochter von der Schriftstellerin Thea Sternheim und die Ziehtochter gewissermaßen von Karl Sternheim, einem mehr oder minder erfolgreichen Bühnenschriftsteller. Sie selber, also Mopsa, hat auch geschrieben, aber sie war eben auch Bühnenbildnerin, Kostümbildnerin und Widerstandskämpferin gegen die Nationalsozialisten. Das Buch umfasst den Zeitraum größtenteils so Erster, Zweiter Weltkrieg, eben wann die gelebt haben. Das Buch ist nämlich auf der einen Seite halt schon ein Roman, auf der anderen Seite ist es natürlich wahnsinnig biografisch, weil es eben komplett auf wahren Begebenheiten und auf Tagebucheinträgen von den Personen basiert. Wie viel tatsächlich frei erfunden ist, kann ich euch nicht sagen. Ich glaube, das Buch ist sogar tatsächlich komplett korrekt, mit ein paar kleinen Ausschmückungen, würde ich jetzt vermuten. Ja, also Mopsa, die eigentlich Dorothea heißt, was im ganzen Buch nicht einmal gesagt wurde, ist jedenfalls ungefähr 12, als sie Gottfried Benn kennenlernt. Das war dann ein Gast von ihren Eltern und sie ist sofort fasziniert von dem Mann. Ich glaube, sie war sogar noch ein bisschen jünger, jedenfalls ab dem Alter 12 ist sie ziemlich besessen von ihm. Sie liest immer wieder seine Gedichte und mit der Zeit verliebt sie sich in ihn. Irgendwann haben die beiden auch eine Affäre miteinander, aber Gottfried Benn will nichts von Mopsa. Und das Ding ist, dass Gottfried Benn und Thea Sternheim, also die Mutter von Mopsa, auch was miteinander haben und ein bisschen konkurrieren die beiden ihr ganzes Leben lang eigentlich um Gottfried Benn und nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich total. Das belastet das Verhältnis der beiden extrem und Mopsas Besessenheit zu Gottfried Benn wird eigentlich so stark, dass sie relativ beziehungsunfähig wird und auch irgendwann einen Selbstmordversuch begeht, der eben auch auf diese Besessenheit zurückzuführen ist. Das Buch basiert, wie gesagt, auf Tagebucheinträgen und auch auf Büchern, Gedichten und so weiter, die die beiden Sternheim-Frauen und Gottfried Benn geschrieben haben. Ja, also ich muss sagen, so mit Gottfried Benn, ich kenne mich jetzt nicht so wahnsinnig aus. Den Namen Sternheim kannte ich vorher ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt sehr schlimm ist. Das Buch fand ich eigentlich sehr gut. Ich fand es wahnsinnig interessant. Ich muss zugeben, dass mir der Name Sternheim vorher gar nichts gesagt hat. Und Gottfried Benn, klar, hatten wir mal irgendwann was von in der Schule, aber hatte ich mich nie groß mit beschäftigt. Ich fand es wahnsinnig spannend, das zu lesen und zu wissen, okay, das ist jetzt auch tatsächlich akkurat recherchiert, was ich nur weiß, weil es hinten draufsteht, aber gut. Zwischenmenschlich ist das Buch eigentlich der Hammer, wenn man mal überlegt, dass jemand so besessen von jemandem ist, der eindeutig nichts von einem will, dass man sich deswegen versucht umzubringen. Zeitlich war es manchmal ein bisschen schwierig zu lesen, weil das alles sehr ineinander geflossen ist. Anhand der historischen Ereignisse, die beschrieben sind, konnte man aber immer mal wieder sich einen Überblick darüber verschaffen, wie viel Zeit vergangen ist. Wobei halt, ich sag mal, in 3 Seiten konnten 3 Tage vergehen, in 3 Seiten konnten 1 Stunde vergehen und in 3 Seiten konnten aber auch 20 Jahre so ungefähr vergehen. Das war ein bisschen schwierig. Es gab auch oft Stellen, wo ich mir dachte, müsste ich da jetzt einfach mehr über die realen Figuren wissen, um das besser verstehen zu können, weil es manchmal fast schon fragmentarisch geschrieben war. Das hat es manchmal ein bisschen schwer gemacht zu folgen. So, die Besessenheit von Mopsa fand ich irgendwie total krass, ehrlich gesagt. Aber was soll man jetzt zu der Figur sagen? Es ist ja keine literarische Figur, es ist ja eine echte Person gewesen. Ich fand es super, dass die Gedichte von Gottfried Benn mit reingenommen wurden, dass eben auch das Buch auf Tagebucheinträgen basiert. Das gibt dem Ganzen was unheimlich Menschliches, wobei ich trotzdem keine Beziehung zu den Menschen aufbauen konnte, in dem Sinne. Zum einen, weil ich wusste, dass es reale Figuren sind und dass deswegen nochmal eine andere Sache ist. Aber auch, weil es fragmentarisch geschrieben war, weil es keine richtige Empathie gab. Und also gefühlt hatte jeder in diesem Buch echt hart einen an der Waffel, wenn ich das mal so sagen darf. Es ist gut lesbar, rein vom Schreibstil her, aber eben das Fragmentarische macht es schwer. Ich finde es auch sehr interessant, mal so am Leben von Personen zu sehen, wie so Zeit vergeht. Weil die Familie Sternheim durchlebt ja dann auch so diesen Aufschwung der Nazis und der Vater Karl Sternheim hat halt unheimliche Angst, auch zum Beispiel im Ersten Weltkrieg, dass er eingezogen wird und versucht alles Mögliche, dass er nicht eingezogen wird. Man erfährt viel über die Leute, manchmal so Trivia-Sachen, manchmal auch größere Sachen, die bestimmt sehr einfach rauszufinden sind. Aber man hat halt einfach wirklich Persönlichkeiten und an denen
erfährt man nochmal so ein bisschen, wie das im Zweiten Weltkrieg war. Mopsa gerät auch später in Gefangenschaft, weil sie eben auch sich gegen die Nationalsozialisten ausgesprochen hat. Sie war dann auch irgendwann staatenlos, weil ihr die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt wurde. Ich glaube, die österreichische auch, die sie dann durch eine Heirat mit jemandem hatte. Also manchmal ist es tatsächlich ein bisschen wirr, aber es ist trotzdem sehr, sehr interessant. Und ich denke, das ist so eine Mischung, die ich bei keinem anderen Buch gelesen habe bisher. Die Poesie der Hörigkeit passt sehr gut, weil es eben viel um Poesie und Gedichte geht in dem Buch, beziehungsweise identifiziert sich Mopsa halt unheimlich mit den Gedichten von Gottfried Benn. Die haben emotional einen sehr, sehr hohen Stellenwert für sie. Und Hörigkeit, ja, also hätte Gottfried Benn gesagt, springen Sie, wäre wahrscheinlich in der Zeit schon längst gesprungen, wo er das Wort noch nicht fertig ausgesprochen hat. Wie das sich so krass entwickeln kann, bleibt fraglich. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, aber manchmal war es wirklich schwer zu folgen. Deswegen gibt es von mir den silbernen Bücherengel. Ich hoffe, dass das jetzt für euch soweit nachvollziehbar war, dass die Rezension für euch nicht jetzt zu wirr war. Ja, aber ich denke, das spiegelt auch ein bisschen das Buch wieder, wie es so war. Das passiert ja manchmal. Ich bin mal sehr gespannt, was ihr dazu sagt, ob das was wäre, was ihr lesen würdet oder eher nicht. Ansonsten bleibt fit, munter und gesund und bis zum nächsten Mal.